Ja, hallo. Noch so ein Gerechtigkeitsthema. Das Wohnen, speziell in Düsseldorf, sündhaft teuer geworden. Warum? Weil es wenig preiswerten Wohnraum gibt. Was heißt denn das? Ja, Wohnungen, die wir uns leisten können. Alles, was neu gebaut wurde in den letzten Jahren, bevor Thomas Geisel Oberbürgermeister wurde, war teurerster Wohnraum. Gegateter Wohnraum, hinter Zäunen, 16 Euro den Quadratmeter und aufwärts. Kann sich keiner leisten, jedenfalls nicht normale Leute. Wenn man weiß, dass jeder zweite Düsseldorfer, jede zweite Düsseldorferin Anspruch hat auf Wohnberechtigungsschein, dann weiß man, wie groß die Not ist. Nicht alle suchen eine neue Wohnung, aber viele, wenn sie wechseln, wenn Kinder kommen, sie brauchen Zimmer mehr, wenn sie älter werden, sich kleiner setzen wollen, wenn es um die Barrierefreiheit geht, dann wird es eng und kritisch. Deswegen ganz klar, wir brauchen mehr sozialen Wohnraum, mehr kommunalen Wohnraum, den wir uns selber gestalten, der uns auch gehört. Viel mehr Genossenschaftswohnungen und die Bestandshalter müssen wir unterstützen. Das sind die Unternehmen, die nicht spekulieren, die keine Finanzhaie sind. Wir sind hier heute beim DGB am Sommerfest. Das hier ist absolutes Thema, weil auch der DGB sagt, wir wollen Wohnungen haben für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und mein Spezialthema, ich will, dass so wie Studierende im Studentenwerk wohnen können, möchte ich, dass Auszubildende im Auszubildendenwerk wohnen können. Junge Menschen, die eine Ausbildung machen, brauchen auch bezahlbaren Wohnraum, denn so viel Geld haben die nicht. Ist ja ziemlich karg mit der Ausbildungsvergütung. Ich glaube, das sind gute Punkte, die wir vorhaben. Am 24. September ist die Bundestagswahl. Das Konzept der SPD beim Wohnen haben Sie gerade gehört. Ich stehe dazu. Ich bin Andreas Rimkus, Ihr Kandidat.